Hallo und willkommen. Ein kleines Anleitungsvideo zur Nutzung der fertigen Straßengleisobjekte zu den animierten Ackerreihen. Wie baue ich sowas? Als erstes nehme ich mir mal hier am Beispiel der Ackerreihen, die man halt eggen kann. Als erstes nehme ich ein Modell, Acker 1, Ende 16 Reihen Anschluss. Setze es auf die Anlage. Das ist dieses Stück hier, was hier eine Zufahrt hat und hier eine Ausfahrt hat. Dann nehme ich mir ein Stück Acker 1 16 Reihen und schließe es an, indem ich das einfach an diese Anschlüsse dran schiebe und achte darauf, dass alle Fahrspuren einen Ankerpunkt bekommen. Lass es einrasten, damit sind diese Ackerreihen alle verbunden mit diesen Schleifen. Als nächstes nehme ich mir hier noch ein Objekt Acker 1 Ende 16 Reihen Anschluss und schiebe das jetzt hier an dieses Ende, dass es dort am Ende einrastet. Dann kann ich wieder eine Reihe nehmen und die hier einrasten lassen. Und so mache ich halt weiter, bis ich die gewünschte Ackerbreite erreicht habe. Wichtig ist, dass er erst dieses Stück andockt, damit er hier den richtigen Abstand bekommt. Also hier wieder einrasten. So, jetzt müssen wir natürlich einmal die Zufahrt, die wäre jetzt hier zum Beispiel. Dazu nehme ich mir einen Fahrweg, den ich da anschließen möchte. Im einfachsten Fall würde ich dort einfach einen Einweg unsichtbaren Fahrwegspline anschließen. Einweg unsichtbare Straße. Nehme mir den und schiebe ihn so weit ran, bis er hier andockt. Jetzt kann ich ihn kürzen, mit Kurven und Anschlusstypen versehen, was auch immer ich hier machen möchte. Ich mache das jetzt mal extrem nach da. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Dazu muss ich ihn nur in die Nähe ziehen und er rastet automatisch ein. Ich kürze ihn mal, mache mal auch eine kleine Kurve. Und jetzt werde ich diese beiden Enden erstmal einfach mit einer virtuellen Verbindung versehen, dass die beiden verbunden sind. Steuerung und H. Also von hier nach da. Diese Funktion gibt es aber erst ab einem bestimmten Plugin von EP16. Nur als Hinweis. Jetzt sind die N ja noch offen. Dafür gibt es halt bei den Gleisobjekten, nicht Gleise, sondern Straßen und der Sonstiges, die Endereihen. Also nicht die mit dem Anschluss, sondern die nur Endereihen. Die muss ich natürlich jetzt einmal umdrehen. Und jetzt kann ich die genauso hier ranschieben. Da, wie man sieht, rasten die ein. Und jetzt muss ich einfach nur noch die kopieren und jeweils an die vorhandenen Enden. Das war jetzt ein zu weit nach unten hier. Und das Ganze nochmal kopieren. Und anschließen. So. Und jetzt würden die landwirtschaftlichen Fahrzeuge von hier durch die Reihen in diese Richtung fahren oder von hier in die Richtung, ist eigentlich völlig egal. Was kann man jetzt noch einstellen? Man könnte natürlich hier auch, ich mache es einfach mal, dass man sieht, was möglich ist. Ich kann jetzt auch dieses Ackerstück hier verlängern, indem ich einfach hier eine Verlängerung anschließe.
dieses Ackerstück etwas länger mache. So kann man auch andere Formen erreichen. Gut, dass das jetzt hier so ein bisschen darüber geht, okay, das sei halt dann der Geometrie geschuldet. Was fehlt uns jetzt noch? Wir brauchen ein Fahrzeug. Dazu können wir uns aus dem Fahrzeugpool unter Straßenverkehr, Landwirtschaftsfahrzeuge, den Traktor zum Beispiel JT 21 in Blau oder wenn immer rot. Jetzt setze ich diesen Traktor hier auf die Straße. Das Gelände von diesen ist ein bisschen höher, deswegen gibt es hier ein bisschen Luft, aber das macht jetzt erstmal nichts für die Demo. Und lass den mal fahren auf 15 und wir folgen dem Fahrzeug mal. Jetzt ist er gerade über die. Jetzt pflügt oder jetzt eggt der Traktor halt dieses Feld. Machen wir ein bisschen schneller. Am Ende wendet er und nimmt die nächste Reihe. Machen das Ganze noch mal ein bisschen schneller. Und so wird er jetzt Reihe für Reihe eng. Was gibt es hier jetzt noch zu in diesen Modellen? Gibt es eine Einstellmöglichkeit? Man sieht es hier jetzt nicht. Das hat was mit Textgrößen zu tun. Da steht eigentlich Wachstumszeit. Der Platz hier ist aber ein bisschen zu gering. Jetzt würden diese Reihen, die jetzt per Animation und Textur erschienen sind, werden nach 180 Sekunden wieder verschwinden und auf diesen Zustand wie am Anfang zurückkehren. Das kann ich auch ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel 1, 2, 3 Felder habe, dann muss ich, wenn die erst erscheinen sollen, wieder, wenn die Felder bearbeitet sind. Ich kann das auf jede Zeit stellen, die ich möchte. Ich lasse das jetzt mal bei 180 und das kann ich auch für jeden. Für jedes Feldstück separat einstellen. Das heißt also, ich kann es hier auf 180, zum Beispiel auf 240 stellen. Dies hier kann ich auf, sage ich jetzt mal, 90 stellen, damit man auch mal was sieht. Ich kann halt wirklich bei jedem Feld die Wachstumszeit separat einstellen. Gibt dann natürlich ein paar lustige Effekte, aber das könnt ihr dann ja selber ausprobieren. Ich lasse jetzt mal die zehnfache Zeitraffer weiterlaufen, dann wird man das gleich so ein bisschen sehen können. So kann man natürlich dann eine ständige kontinuierliche Feldarbeit simulieren, indem man die Texturen immer wieder in den Ursprungszustand zurückkehren lässt. Schauen uns mal die Textur ein bisschen näher an, damit wir dann erkennen, wenn der Wachstumsprozess sozusagen zu Ende ist. Jetzt wird das Feld schon wieder auf die Standardtextur zurückgesetzt, während das andere noch gerade bearbeitet wird. So, und wie ihr seht, arbeitet er sich jetzt hier über dieses Feld. Das soll es erstmal gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.